Schönen guten Tag, ihr liebe Leute, und schöne Grüße aus dem schönen Westerwald. Heute mal ein Video, das nicht nur eitlen Sonnenschein mit sich bringt, sondern auch ein bisschen traurig ist, oder besser gesagt ein trauriges Video mit vielleicht einem bisschen schönen Abschluss. Ja, das Leben hat nicht nur Sonnenschein, der Tod gehört zum Leben auch dazu. Und auch in der Landwirtschaft und Hobbyschäferei gehört der Tod zum Leben. Und der Hobbyschäfer und Schäfer und Landwirt bringt Leben zur Welt und schafft auch wieder Leben von der Welt. Und leider manchmal auch unplanmäßig und ungewollt. Und dann ist das sehr traurig und bedauernswert. Und deswegen heute mal ein Thema, ein Video über dieses Thema, was uns widerfahren ist und einen schrecklichen, ja schrecklich ist vielleicht nicht ganz richtig, aber einen Scheißtag, auf Deutsch gesagt, den wir mit unserer Hobbyschäferei erlebt haben. Und dazu möchte ich dieses Video machen und aber nicht nur mein Gesicht zeigen, sondern vor allem ja auch die Bilder von den schönen Schäfchen und Lämmern und der schönen Westerwälder Landschaft. Ja, dann schauen wir mal. Ja, unser Schaf mit der Ohrmarken Nummer 19, und ich glaube, das war auch die Hedi oder Heidi oder wie wir sie genannt haben, war leider nicht mehr unter uns. Und das hat folgenden Hintergrund. Wir haben die Schafe mit den Lämmern ja rausgetan auf die erste Sommerweide. Hier sind sie mittlerweile schon auf der zweiten Sommerweide und halten gerade Mittagsruhe. Und auf einmal stand das Schaf, das ja nur ein Lamm, ein Mutterlamm hatte, das wir mittlerweile Frieda getauft haben, stand Mutter und Lamm abseits von der Herde, ein ganzes Stück weit weg, und ich kam abends dahin und sah das und bin da hingegangen. Es waren schon circa 8 Uhr oder kurz vor 8, Viertel vor 8, und da habe ich gesehen, ach du Bolle, das Schaf hat ein total dickes Euter auf einer Seite. Ja, und dann habe ich die Tierärztin noch angerufen, die ging dankenswerterweise noch dran und hat gesagt, es könnte eine Euterentzündung sein. Ist das Tier akut lebensgefährdet heute Nacht? Da habe ich gesagt, ja, vermutlich eher nicht. Gehen wir das Risiko mal ein. Dann kamen sie am nächsten Tag und tatsächlich, es war eine Euterentzündung, und das Schaf hat Tablettenspritzen bekommen unter die Haut und in den Muskel und ins Euter, und ich musste dann noch weiter Spritzen geben, abends und morgens, was ich auch gemacht habe. Und nach einem Tag war keine Besserung in Sicht. Das Fieber war zwar runtergegangen, das Schaf hatte Fieber. Schafe haben ja eine etwas höhere Körpertemperatur, 38 bis 39,5, glaube ich, so rum ist normal. Das Schaf hatte 42 oder 42,5, weiß ich nicht mehr, Fieber. Und das Fieber war gesenkt, aber das Schaf stand immer noch total schlapp und lustlos in der Gegend rum und war abseits von der Herde. Und ja, war nichts mit los. Da habe ich die Tierärztin wieder angerufen, ob sie nicht nochmal vorbeikommen könnte, dabei sehen. Wäre so gut wie keine Besserung. Und sie kam am nächsten Tag. Ich bin morgens früh hingefahren, habe wieder die Spritze gegeben. Das Schaf hat sich ja gar nicht gewehrt. Stand ja einfach nur still in der Gegend rum. Und sie kündigte sich dann an. Wollte dann mittags kommen, leider, wo ja auch kein Tierarzt was für kann, wurde es dann Nachmittag. Sie rief mich an, ich bin unterwegs, ich bin dann auch zur Weide gefahren und zack, das Schaf mit der Nummer 19 lag tot auf der Weide. Warum? Es lag nicht an der Euterentzündung, sondern da ist ein kleiner Wassergraben, der quer über die Weide geht. Und das Schaf wollte offensichtlich aus dem Wassergraben Wasser saufen und ist mit dem Rücken nach unten und den Füßen nach oben. Ja, die Jette. Ja, ist mit dem Rücken nach unten, den Füßen nach oben in diesen Wassergraben gefallen und hing da drin wie ein Keil und ist nicht mehr rausgekommen und da drin verendet. Weil, wenn Schafe auf dem Rücken liegen und da nicht möglichst schnell Abhilfe geschaffen wird, werden die daran sterben. Wenn ich es richtig verstanden habe, der aufmerksame Zuschauer und erfahrene Schäfer kann das sicherlich
noch mehr und besser was zu sagen wie ich. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass dann die Innereien auf Adern drücken oder auf Hauptadern drücken, die dann den Blutkreislauf zu großen Teilen unterbrechen und dann gibt es irgendwann einen Kreislaufkollaps und das Schaf stirbt. Und genau das ist wohl bei uns passiert. Es war schwach, es wollte saufen, ist in den Graben gefallen, rücklings, im Rücken nach unten und ist dann da eingegangen. Und das war ein trauriger Tag. Und dann blieb das Mutterlämmchen zurück. Ich gehe mal einfach so hier so ein bisschen über die Weide. Wie gesagt, hier sind die jetzt schon auf der zweiten Sommerweide bei den Windmühlen, wo auch letztes Jahr der Anfang stattgefunden hat. Ja, und dann hatten wir die Frieder und müssen die mit der Flasche füttern. Und das klappte erstmal nicht so gut. Und dann nach ein, zwei Tagen, als der Hunger größer wurde als die Angst und ja, die Vertrautheit kam, dann hat es mit der Flasche sehr gut geklappt. Und da sind wir auch sehr froh drüber. Wir hatten noch einen guten Tipp bekommen. Wir haben dem Flaschenlämmchen mit dem Namen Frieda, da gehe ich gerade auf die Frieda zu, das ist das, was da steht. Hier ist unser großer Ferdinand am Schlafen. Oh, jetzt haben wir ihn wach gemacht. Unser Ferdinand und unser Frieda. Unser Frieda. Dachte bestimmt, sie kriegt wieder was zu saufen. Das ist die Frieda, deswegen hat die zwei rote Punkte auf dem Rücken. Damit man sie schnell und besser erkennen kann. Ja, und jetzt füttern wir die Frieda und da können wir auch noch das ein oder andere Video zu machen. Da ist unser Fritzi und ja, leider ist die Mutter von unserer Frieda gestorben, aber das Leben geht weiter und man kann ja jetzt eine Tage lang heulen. Sterben gehört zum Leben dazu und ja, wir werden noch das ein oder andere Video machen von dem Flaschenlämmchen, wie es gefüttert wird, mit dem Trick von der Tierärztin, glaube ich, da wollte ich noch weiter reden gerade. Wir haben dem Flaschenlämmchen ein Halsband angezogen und eine lange Kordel dran gemacht. So brauchten wir nicht das Lämmchen zu fangen, sondern nur die Kordel und das war wesentlich einfacher. Dann ist das Flaschenlämmchen mit der Kordel über die Weide gerannt, aber auch nur zwei Tage, bis das es dann merkte, wenn das Auto kommt, dann gibt's Milch. Und ja, und das war ein sehr guter Trick und hat sehr gut funktioniert. Dazu auch ein großes Dankeschön an die Tierärztin und solche Leute braucht man in solchen Situationen, die einem einen guten Tipp geben können und weiterhelfen. Naja, das war der traurige Part dieser Geschichte. Da wir glücklicherweise ja noch weiteres Land bekommen konnten, pachten durften, eine schöne große Ecke, 1,5 Hektar bei uns am Ortsrand. Und unsere Heidi, wie auch immer, ja verstorben war, haben wir gesagt, wir müssen noch aufrüsten und haben drei weitere Schafe gekauft. Erwachsene Schafe. Dazu machen wir separat noch ein Video. Und mein Dank geht raus an die Familie Bronk, an die Witwe Bronk, dass wir das Stück Land pachten durften. Und jetzt im Anschluss zeige ich euch dann, wie es aussieht, wenn ein Flaschenlämmchen da die Flasche bekommt. Hallo, das ist Frieda, unser kleines Flaschenlämmchen. Auf ganz tragische Art und Weise jetzt zu einem Flaschenlämmchen geworden. Es trinkt schon ganz gut, aber wie ihr seht, es hat jetzt ein Halsband an. Und eine Kordel am Halsband, damit wir es besser einfangen können. Wobei es heute schon ganz alleine gekommen ist, weil es wusste, dass es was zu trinken kriegt. Ja. Kapier. So, jetzt ist wieder Füttern angesagt. Und wie der aufmerksame Zuschauer sehen kann, Frieda hat kein Halsband mehr an. Sie kommt nämlich jetzt morgens oder generell, wenn wir zum Füttern kommen, immer schon ganz schnell angelaufen und weiß, dass es was zu trinken bekommt.
Ja, ihr liebe Leute von nah und fern, zum Schluss bleibt mir nichts weiter zu sagen wie vielen Dank dem interessierten Zuschauer. Schön, dass ihr reingesehen habt. Diesmal nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Manchmal gibt es auch dunkle Tage und nach Regen kommt wieder Sonnenschein. Da war gerade die Frieda. Da ist sie. Hat nochmal bei mich geguckt. Mit dem Ersatzpapi. Und ja, dann sage ich wie immer, gehabt euch wohl. Und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.